Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom My Time Report. Ja, wir wachen mal auf. Nice. Ja, aber so lange können wir noch eine Runde über das updaten. Also ich werde auch updaten, wenn wir das dann spielen werden. Aber ja, aber ich möchte das Port ja erstmal eigentlich durchkriegen, damit ja, wir ein Ding weniger haben, woran wir denken müssen. Aber ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen. Hello, good morning. I Dana, can't believe we ja, met die before. letzte. Hallo, guten I'm Morgen. Ich glaube, Dana, wir kennen uns noch another nicht. Ich horrible bin looking Dana. Ich number besitze einen kleinen here. Bauernhof etwas weiter in die Straße Anyway, runter. I'm Aber Dana, egal, ich führe running the eine business Umfrage out über of den town, Geschäftsinhaber in der Stadt durch, um asking the herauszufinden, ob family sie for Erzlieferungen loans. benötigen. Ich I'm denke darüber thinking nach, about den opening Betrieb an in der Nähe der alten operation in Inga Local im Inga Supply if there's aufzunehmen, enough falls demand. sie. Ja. Okay, thank you for your time. Ja. Hallo. Hello. See you. Geil. Dana, fette Sau hier. Okay, Landrennen. Ich wollte einen Stall bauen. Da war was. Joa. Mit Mali müssen wir heute noch reden. Ja, ich weiß, du warst wieder ganz toll, Ack. Du bist ein tolles Ack. So, das ist hier. Ja. Das heißt, ich sollte ab heute auch schauen, wenn irgendjemand Birthday hat, um denen dann immer was Schönes zu schenken. Ja, kriegen wir alles hin. Der geht's hoffentlich gut. Okay, du hast ein komisches Gastkreis angeschaut, aber ich muss jetzt erstmal. Oh Gott, Emily will, glaube ich, was. Und irgendwer in der Stadt will was. Und das andere ist Mali. Okay, und heute hat irgendjemand Börse, von denen ich weiß. Nein. Okay. Wir werden schon alles hinkriegen. Ich gar keine Zweifel. So, da ist Mali. Mali, ich hab da was. Alrighty, Alles thanks for the klar. help. Danke für die Kohle. Hallo Higgins, ja, du hast mich eh. So. Dann nehmen wir uns jetzt gleich einen schönen Shop an. Und schauen wir mal, dass ich nach da oben gehe und rausfinde, wer da was will. Weil ich glaube, so viele Minuten haben wir noch, bis es eröffnet. Ist das Russo? Hi. Ja. Was willst du? Ich hätte gerne köstlich geröstete Do Rippchen. you? Okay. Ich habe keine köstlich gerösteten Rippchen. Vielleicht kann Ack hier machen. Ich habe große Hoffnungen in Ack. Sehr, sehr große Hoffnungen in Ack. Wie immer. So, Django und Alice. Drei Armstrecker möglich. Oder vulkanische Ziegel. Wir nehmen die Armstrecker. Bye, Higgins. So. Dann wollen wir mal. Ich habe gerade auch überlegt, ob wir anfangen sollen, einfach Zelda zu spielen. Aber dann dachte ich mir so, nein. Weil wenn ich jetzt auch noch Zelda im Kopf habe, dann explodet einfach demnächst mal mein Schädel. Deswegen einfach jetzt nur in Ruhe My Time Report hier mal weiter und vielleicht durchspielen. Okay, das sagt, die müssen wir gleich fragen, wegen dem köstlich. Ach, der erntet gerade. Ich habe hier so Chili-Samen. Kannst du gleich wieder bewerten. Hallo Ack, ich bräuchte mal deine Kocheigenschaften. Köstlich geröstete Rippchen sieht schlecht aus. Da auch nicht? Nee, ich kann keine köstlich gerösteten Rippchen. Wer möge es mir verdenken. Ja, die Armstrecke können wir aber, denke ich mal, machen. Drei Armstrecke. Ja, easy. Hier. Hier mit links. Ja, gut, dann bringen wir das schon mal nach da oben. Und dann fragen wir mal Emily, was sie will. Und ja, die köstlich gerösteten Rippchen haben wir eine ganze Woche Zeit, die zu machen. Ich wette, wenn wir jetzt den einen Datenchip von Akten, der noch fehlt, dann wäre das dann bestimmt dabei. Kürbistorte, die habe ich sogar da in meinem Bitch. Also, Kürbistorte sollte für mich ja gar kein Problem sein. So, Holzkiste, eine Kürbistorte. Für die gute Emily. Aber weil ich nicht alle mitschleppen will, schleppe ich nur eine mit. So. Emily, stehen bleiben. Ich habe was für dich. Happy Kürbistortencake. Okay, Emily und Antoine sind hochgestiegen. What the hell? Das war eine Freundschaftsexplosion. Das war krass. Krass. Okay.
Ich brauche noch Einladung, weil ich ja eine Party schmeiße, fällt mir gerade ein. Und dann muss, die muss ich auch noch verteilen an meine ganzen Freunde und Nicht-Freunde. Vielleicht nicht unbedingt an meine Freunde, aber an alle anderen. Hallo Alice. Willst du mir auch hochsteigen? Ja, du willst mir hochsteigen. Cool. Ja, Russo, bei dir brauche ich noch ein bisschen. Bisschen alles kompliziert. Dann fahren wir jetzt mal in die Wüste und kaufen Einladungen, weil ich keine Einladungen mehr habe. Und wir die heute unbedingt verteilen müssen. Auf geht's. Rufen wir das Töff-Töff und auf geht's. So. Vielleicht werde ich auch demnächst was wie einen Streamplan entwickeln. Dass wir wirklich mal beste Zeiten haben, wann wir was streamen. Vielleicht mache ich sowas Crazyhaftes demnächst mal. Aber ich bin halt ein spontaner Mensch, das muss man halt noch dazu sagen. So. Dann haben wir hier einsam ein Drachenherz. Dann schauen wir mal bei der Jeje vorbei. Reden mit ihr. Ja. So, ich brauche Einladung. Heute teuer. Ich kaufe 10. So, goldene King Seng. Und 10 Einladungs. Warte, wir können sie ja gleich fragen, ob sie kommen will. Obwohl, ob sie kommen, das ist halt auch immer so eine Frage, gell? Wir fragen einfach mal. Vielleicht will sie ja vorbeikommen. Wie, ich habe mal so eine ganz bescheuerte Frage an dich. Möchtest du zu meiner Party kommen? Ja. Mal schauen, ob sie wirklich da ist, aber ich habe doch Hoffnungen, dass ich nicht wieder allein gelassen werde wie letztes Mal bei meiner Party. Das war eine sehr traurige Party. So, da hinten steht jemand. Das könnte doch der Siva sein. Ja. Kriegst du nämlich auch eine Einladung, weil wir uns kaum kennen. Nächstes Mal. Okay, du willst nicht zu meiner Party kommen. Schon kapiert. So. Ja, dann schauen wir mal in die Stadt und verteilen da Einladungen. Vielleicht so Mars und so. Ich meine, der wollte es auch mal hochsteigen. So, hallo. So, wen haben wir denn da? Also, wir können auch einfach, glaube ich, mal in die Schule gehen und einfach an alle was verteilen. Holly haben wir letztes Mal eingeladen, der ist nicht gekommen. Hello. Ich wollte es nochmal erwähnen. Ja, aber du müsstest mir doch alles hochsteigen. Ja, ich werde mir überlegen. Ja, du kommst nicht. Ist mir schon klar. Hey. Ja. Hey, die kriegen alle plus 2 Freundschaft, wenn ich mit ihnen rede. Aber vielleicht nächstes Mal. Heute ist Tag der plus 2 Freundschaft reden. Okay, hallo. Einladung? Ich könnte an diesem Tag beschäftigt sein. Alter, das ist schon wieder morgen, glaube ich. Schau mal, wenn die Schule kriegt, die Schule ein paar Einladungen. Deine Schulparty. Hallöchen, möchtest du zu meiner Party kommen? Den Tag könnte ich beschäftigt sein. Ja, du wirst irgendwann so stark sein wie Arlo. Nein. Danke für die Einladung. Weiß schon, wir spielen nachher, wir sind mit Dr. Zug verabredet. Okay, einmal für dich. Ich weiß nicht, ob ich an dem Tag Zeit habe. Also nein. Dolly. Aha, ich werde es mir überlegen. Miss Lucy said. Vielleicht nächstes Mal. Schön, dass ihr wenigstens das kleine Eimer 1 beigebracht bekommt. Möchtest du zu meiner Party? Nein. Das ist doch ein Witz. Frag hier jeden, ob er auf meine Party kommen will. Nein, nein, ich könnte an diesem Tag beschäftigt sein. Okay, wir sind offensichtlich hier mit ihm verabredet. Ich habe das nicht vergessen. So, reden wir mal. Und du kriegst auch eine Einladung. Ich weiß nicht, ob ich an den Tag Zeit habe. Alter, du kannst mich so hart mal. Und wieder.
May mag doch bestimmt eine Einladung. Möchtest du eine Einladung von der richtig? Ja. Hey! Nee, habe ich nicht. Und auch heute nicht. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Tag Zeit habe. Also natürlich, es ist jetzt halt einfach nur, die sagen alle nein, weil ich noch nicht so gut mit dem befreundet bin. Aber trotzdem, die könnten doch einfach ja sagen und kommen. Weiß nicht, was daran so schwer sein soll. Hinten haben wir Remington. Kriegt auch einfach mal eine Einladung. Ich glaube, wir haben nämlich echt ein Problem, 10 Leute zu finden, die da überhaupt kommen wollen. Und wenn man jetzt zusagt zu meiner Einladung, kommt man ja manchmal trotzdem nicht. Kennen wir ja schon Orks, das ist ja hier. Hier sind wir irgendwie gar nicht befreundet. Ey, bleib stehen. Papa Bear told me I should try. Hey! Hey! You should try the apples. Willst du zu meiner Party kommen? Nein. Gut. Wir wollen spielen. Auf geht's. Was hast du Schönes vor, mich mit dir hier auf die Bank zu setzen? Das habe ich mit dir vor. Na sichi, plaudern. Kompliment machen. Du bist in Port ja echt beliebt. Vielleicht, weil du ein Arzt bist und Leute heilst. Vielleicht. Okay. Wir suchen uns das nächste Örtchen. Ach, da ist Krabs. Wuff, wuff. Können wir gleich Alice fragen? Willst du zu meiner Party kommen? Ich werde es mir überlegen. Ja. Bist du heute hochgestiegen und kommst nicht? Das ist ein bisschen unhöflich. Sonja, du vielleicht. Aber ich weiß nicht, ob ich an den Tag Zeit habe. Alter, was seid ihr alles für Bitches, die sich denken, oh, nee. Zu der Party gehe ich aber nicht. Hm. Django, du vielleicht. Hier. Tut mir leid, an dem Tag könnte ich beschäftigt sein. Alter. Olbe, brauche ich nicht einladen, weil mit dem bin ich eigentlich schon super gut befreundet. So, ja. Wir essen mal eine Kleinigkeit. Über Lieblingsessen reden. Nochmal über Lieblingsessen. Schau, das bringt gute Punkte. Arbeit hier. Boah, ja, toll. Tolle Klinik, tolle Menschen hier. I was a traveling doctor. Okay, dann bestellen wir mal. Okay, ich lade dich ein, ich bestelle nichts Teures, versprochen. Okay, es wird teuer. Und er sagt uns aber, was er will. Das ist das einzig Gute, aber ja, wir werden uns das hier leisten können. So. Und zwar möchtest du ein gepufftes Obst, ein Obstsalat. Was ist denn das gepuffte Obst? Ja, gepufftes Obst. Schwarzwälder Kirschtorte. Meidis Fischeintopf. Geil. Und dann noch eine Ziegenmilchkruste. Ne? Ja. Wow, alles meine Leibspeisen. Das ist wirklich, was mir gefällt. Ja, natürlich. So. Ja, dann gehen wir, denke ich mal, einmal Daten und dann gehen wir zur Wippe runter. So. Ja, natürlich Dart spielen. Die verkacken wieder, ich sehe schon kommen. So. Ist ziemlich gut, ich weiß. Ich bin die Beste. So, dann wollen wir mal gehen. Vor allem, ich darf noch irgendwie jetzt richtig viele Einladungen austeilen. Naja, wir haben ja eh dann nicht so viel Energie. Trotzdem. Das wird noch richtig nervig. Aber ich versuche jetzt wirklich dann nach den heutigen Tagen mit morgen mit jedem Freundschaft zu bekommen, dass wir mal alle auf Kollegen haben und natürlich dann immer weiter hoch. Ich habe euch ja mein System schon mal erzählt. Nein, warte mal, da waren wir schon. Da müssen wir gar nicht hin, wir müssen noch da hinten. Sorry, Bro, ich habe vergessen, dass wir da schon waren. Da ist Merlin. Lass mal Hallo sagen. Möchtest du eventuell zu meiner Party kommen? Ja. Ja, wir wippen mehr. Gut.
Wuhu. Haha. Wuhu. Und nochmal. Ja. Oh Gott, Remington läuft mal wieder gegen die Wippe. Das tut er echt häufig tatsächlich. Ich glaube, ihm gefällt die Wippe. Jetzt steht er darauf, wenn ihm so eine Wippe ins Gesicht fliegt. So was mag ja mal passieren. So, Mintester, das war echt toll. Wow, ja, 31 Punkte plus. Das ist ja Wahnsinn. Möchtest du morgen zu meiner Party kommen? Ja, gut. Mint. Hey. Nee, mit dir möchte ich jetzt nicht mehr sprechen. Ich möchte nicht mehr mit dir sprechen. Ich möchte mit Mint sprechen. Ja, Gail hatte was an. Oh, er geht ins Museum. Hier, möchtest du zu meiner Party kommen? Klar. Okay, dann würde ich aber sagen, machen wir an dieser Stelle einen kurzen Cut und sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht bei My Time Report. Ja, bis dahin. Bye.